Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich wünsche euch auf diesem Wege frohe Weihnachten. Und ja, ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben, auch schon in den Tagen vor Weihnachten gab es, ja, weiß nicht, epische Gefechte, muss man dazu schon sagen. Natürlich waren auch viele Gefechte sehr einseitig und in anderen Gefechten, gerade als es dann den Patton Tank gab, da wurde auf einem ganz anderen Level gefightet und ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich es auch ein bisschen genossen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Niederlagen per se geil sind, aber ihr kennt vielleicht diese Runden, ich habe es ja auch schon in den Titel reingeschrieben, Klappspraten frei, wo eigentlich die ganze Runde hart gefightet wird. Es gibt Runden, da wird man einfach nur gnadenlos überrannt. Es gibt Runden, da überrennt ihr die Gegner gnadenlos. Dann gibt es Runden, die sehr passiv verlaufen, wo ja viel gesniped wird. Und dann gibt es diese Runden, wo einfach mit offenem Visier in die Schnauze gefightet wird. Und zwei von diesen Runden habe ich euch jetzt mitgebracht. Und da muss man jetzt ja auch so ehrlich zu sich selber sagen und sich fragen, mit was für einer Erwartungshaltung geht man an World of Tanks? Wenn man jetzt taktisch anspruchsvolles High-Tier-Gameplay sehen will oder erwartet, ich glaube, dann ist die Weihnachtszeit definitiv die schlechteste Zeit. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich so, als wenn man das Gefühl hat, vor Weihnachten werden die Gefechte noch erbitterter geführt und jeder versucht nochmal schnell entweder seinen Frust im Gameplay rauszulassen oder ja, so viel Achievements wie möglich mitzunehmen, bis dann die Verwandtschaft anrückt und man sich in die Weihnachtsfestlichkeiten stürzt. Wie dem auch sei, es gibt, wie gesagt, diese Runden, wo einfach nur hart gefightet wird, wo man die ganze Zeit irgendwie in Bewegung ist. Und wir haben jetzt schon in der Mitte mal kurz angetestet. Ich bin da weggefahren, weil da zu viele Lights und dann auch die Badget war. Das war mir zu gefährlich. Jetzt habe ich gedacht, okay, komm, wir können hier vielleicht mal gucken, ob wir gegen den Centurion 7-1 oder den Patton Tank da hinten was machen können. Also ob wir hier am Beach irgendwie Präsenz zeigen können. Und dann ist die Badget hier aufgetaucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh scheiße, vielleicht verfolgt er mich. Ganz ehrlich, mit Badgets im Vorweihnachtsmodus möchte man sich nicht anlegen. Generell Autoloader, da sollte man stark die Finger von lassen, weil sich doch, wenn man ihn dann zu doll triggert, der geneigte Autoloader-Fahrer dazu entscheiden könnte, seinen Clip mal ganz kurz an euch auszuladen, auch wenn er dafür selber das Zeitliche segnet. So, jetzt geht da hinten los. Die beiden Lights haben sich dazu entschieden, den AMX 1305 zu jodeln. Auch da wird bereits mit Helm, Klappspaten und allem, was dazugehört, gearbeitet. Finster, er wurde einfach nur niedergetrommelt und ich habe jetzt auf HE gewechselt, um wenigstens die Gegner dafür zu bestrafen, dass sie hier so übermütig quasi schon reinjumpen. Der T100 Light hofft wahrscheinlich auch noch, dass er hier noch wegkommt, aber ein HE-Schüsschen muss jetzt auf jeden Fall sein. Zwei schöne HE-Pens und damit sind jetzt beide Lights One-Shot, sowohl der Ru. Okay, hat sich schon erledigt. Übrigens in der Zwischenzeit einer unserer verbündeten Pattons verunfallt. Auch das kommt natürlich noch dazu. Der ein oder andere Weihnachtsmarkt-Enjoyer, dass er dann mal besoffen von der Klippe fällt, soll wohl auch schon vorgekommen sein. Gerade gestern hatten wir wieder auch einen Lakeville-Enjoyer in der Burrask, der dann einfach besoffen in den Teich gefallen ist. Mein Gott. Es passiert halt. Es ist Weihnachten. 4:8. Sieht nicht gut aus. Wir werden an allen Ecken und Kanten überjodelt. Und ich bin hier eigentlich nur die ganze Zeit dabei, von A nach B zu verlegen, um zu schauen, was man denn machen könnte. Jetzt haben wir geguckt, ob man hier vielleicht nochmal reinhämmern kann. Ja. Auf gehen wir auf jeden Fall. Das heißt, da muss noch irgendwas stehen. Der T10 ist jetzt relativ alleine und es könnte sein, dass er da gleich vom Forsch 155 angeknapselt wird. Centurion Samuan, ihr seht, dass der, das sieht man dann auf der Minimap immer ganz schön, der ist jetzt hardcore dabei und ich habe mir jetzt gedacht, okay, komm, T10, den kann ich supporten. Der Centurion 7-1, der will es da richtig hart. Und jetzt geht es erst so richtig los. Schöner Treffer auf den Centurion, jetzt kommt auch noch der Patton Tank. Der kriegt auch gar nichts mit. Dem Centurion 7-1 könnten wir jetzt das Licht ausblasen und hier, das ist auch Weihnachten, ne? Hallo? Ja, okay. 7:8. 2000 AP liegen wir hinten. Hinten der Leopard 1. Gefährlicher Gegner.
Wir müssen jetzt, bevor die Welle an Patton-Tanks, die ja noch leben, drei Stück, dreier Platoon, bevor die anrücken, müssen wir jetzt zusehen, dass wir den Leopard da rauskriegen. Jetzt wäre vielleicht sogar eine HE das richtige Mittel. Leopard hat geschossen, wir haben ihn da auf Kette gestellt. Er bleibt auch stehen, aimt noch auf mich. Konnten wir nochmal, also 2:1 Tausch, ich denke, das hat sich ganz gut gemacht. Der Leopard hat sich jetzt dazu entschieden, unseren T10 rauszunehmen. Und hinter uns pushen jetzt die Patton-Tanks. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnell den Leo rauskriegen. Hab mich jetzt dazu entschieden, hier auf eine HE zu laden, um ihn vielleicht, wenn wir ihn pennen, dann auch mit einem Schuss rausnehmen zu können. Dachte, ich könnte hier den Patton-Tank mit einem HE-Schuss in die Seite oder ins Heck tracken. So, und jetzt leider die Low Roll 408 bei 420 Schaden. Der Leopard pennt mich mit HE, umso ärgerlicher. Er hat im Prinzip jetzt das umgesetzt, was ich vorhatte. Jetzt kommt der Patton-Tank hinter mir, der Stritzwahn. Und es ist einfach, wenn man die ganze Zeit hier im Gejodel drin ist. Ich find's geil. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich find's einfach irgendwie sexy. Das ist Action, das ist positiver Stress. Und das ist, wie gesagt, nicht auf taktisch hohem Niveau, aber es ist zumindest ehrliches Gameplay. Ohne großes Rumgeschnitzel, ohne großes Rumgesniper, einfach in die Fresse Gameplay. So soll's sein. So, er kommt jetzt natürlich viel zu weit rum. Gut für mich. Jetzt müssen wir gucken, nicht mehr vom Stritzwahn treffen lassen. Keine Ahnung, wo der Forscher 155 ist. Unsere beiden Forscher 155 haben jetzt auf jeden Fall da den letzten verbliebenen Patton-Tank seiner Zunft rausgenommen. Und jetzt gilt's irgendwie vielleicht die Forsch zu finden. Erstmal irgendwie so ein bisschen versuchen, Schulterschluss mit den eigenen Verbündeten aufzubauen. Ah, ganz knapp, ärgerlich. Er hat mich nicht gespottet, aber kurz den Schuss verpasst. Wäre jetzt natürlich cool, wenn einer von denen den Kollegen da weggemacht hätte. Jetzt nochmal ein Schuss hier auf den Forsch 155. Kriegen wir noch einen Schuss auf den UDES? Nein. Und ehrlicherweise, kleiner Spoiler, das müssen wir uns jetzt nicht bis zum Ende angucken. Die beiden verlieren es noch, wir verlieren die Runde. Und jetzt die Frage an euch. Findet ihr auch, dass es trotzdem geile Niederlagen gibt? Also wenn es geile Niederlagen gibt, dann war das hier definitiv eine davon, wo konsequent 8 Minuten lang hart gefightet worden ist. Und eine habe ich noch für euch da. Ja, in dieser Runde sind wir unterwegs auf Fjorde im Objekt 907. Die beiden Runden sind im Panzerwunsch-Stream letzten Freitag entstanden, also auch schon kurz vor Weihnachten, also mit dem Einlöten des Weihnachtswochenendes. Und hier kann es natürlich nur von dieser Seite 1 geben, da hinten in die Wasserdip rein und hoffen, dass wir damit irgendwie durchkommen. Im Gegnerteam aber scheinbar auch ein paar gute Spieler definitiv hier. Wenn ihr das hier seht, das sind quasi damals die Ranked Battles. Goldliga. Also schon, glaube ich, wenn das deren Abzeichen sind und der Account zwischendurch nicht die Hände gewechselt hat, dann sollten das eigentlich recht brauchbare Spieler sein. Da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Ja, und egal, ob es jetzt Weihnachten ist oder nicht, trotzdem muss man zusehen, dass man hier, wenn man schon die bessere Seite erwischt, dass man da auch das meiste draus rausholt. Wir haben im Gegnerteam aber natürlich das Problem, 2 10er Heavy Autoloader, Rhinoceronte AMX-50B, dann noch ein TD Autoloader, Arti Autoloader, Doppelschar Futur Autoloader. Also gerade mit dem Thema Autoloader, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ne? Wenn sich dann die Kollegen dazu entscheiden, auf euch zu trommeln, wird's finster. Der 50B nutzt jetzt hier den Moment, während unser Team noch in der Findungsphase ist, um hier ranzuziehen. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Der VK7201K in meinem Team ist kein geringerer als der Jute Freddy. Das haben wir erst dann im Nachhinein festgestellt. Oder mein Chat hat mich dann im Nachhinein darauf hingewiesen. Guck mal, der VK7201K. Freddy hatte an dem Tag, das war nämlich auch gleichzeitig der Tag, wo es dann die Patton-Tanks geschenkt gab, also wo die Tore Mordors aber sperrangelweit aufgerissen worden sind, hat er sich gedacht, ja, ich probiere es mal mit einer der schwersten Gunmarks im Spiel und hat sich gedacht, er könnte mit seinem VK7201K schön Patton-Tanks abfarmen. Ja, so,
T10. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, dass wir uns jetzt hier den Schuss noch gefangen haben. Der T54 guckt gar nicht in meine Richtung. 2:1. Sieht jetzt eigentlich erstmal gut aus. 50B ist abgewackelt. Also auch das schon mal ein gutes Zeichen. 50B scheint ein guter Spieler zu sein. Er ist nach vorne gefahren, hat die Gunst der Stunde genutzt für seinen First Clip. Hat auch 3 von 4 gemacht. Also auch das gut. Und hat sich dann nicht dazu lumpen lassen, jetzt hier weiter in der Position zu verweilen. Sondern ist dann auch zügig wieder rausgefahren. Warum kann er das machen und warum gehe ich davon aus, dass es ein guter Spieler ist? Weil er vom Timing her es mit der Mobilität schafft, hier schnell ranzufahren, Clip zu machen und dann, bis die Leute hier aus dem Team auf dem Hügel sind, ist er schon wieder verschwunden. Also für den First Clip zwar ein super Agro-Move, aber definitiv mit dem AMX 50B gut machbar. Jetzt könnte man... Alter, der Counter. Habt ihr den Counter gerade gesehen von unserer Arti auf die Gegner-Arti auf den Heckler 23? Auch wilder Move. Die andere Arti steht im Übrigen sogar daneben. Also beide Artis sind da in diese Gasse reingefahren. Und ich habe jetzt ehrlicherweise darauf gewartet, dass hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr Backup kommt. Wenn jetzt E3, 752 da versuchen, die Mitte anzugehen. Ich glaube, es wäre jetzt ganz sexy, wenn hier noch in die Dip noch 1, 2 mehr Leute reingefahren werden, weil dann könnten wir jetzt die Gegnerbasis pushen. So zu zweit wird es jetzt hier ein bisschen hart. Scharfe Tour hat ja auch schon gut kassiert. Ich habe schon kassiert. Immerhin haben wir dem E50 nochmal einen schönen Trackshot reingepelzt. E50 versucht jetzt hier auch wegzukommen. E3 hat jetzt den T10 geklatscht. Also bis hierhin sah es eigentlich noch alles ganz brauchbar aus. Jetzt kommen hinten Badger und Rinoceronte durchgefahren. Kettentank ist hier noch. Und ihr seht das jetzt, fällt irgendwie unsere Verteidigung zusammen. Da sind drei Panzer. Und die werden jetzt einfach nur weggekracht. Der Forsch macht da einfach mal kurz einen Prozess. Der Rinoceronte auch noch dabei. Und das ist halt das Problem. Wenn sich die Autoloader dann mal zusammentun und sich dazu entschließen, hier Nägel mit Köpfen zu machen, dann ist es ziemlich schnell ziemlich aua. Und der Badger, den könnte man sogar im weitesten Sinne auch noch als Autoloader mitverkaufen, weil der einfach so eine krasse DPM hat und so schnell schießt, dass er für mein Dafürhalten eigentlich auch schon als Autoloader durchgehen könnte. Hat er jetzt hier ein paar Missshots auf den Forsch 155. Auch jetzt schon wieder. Vor allem, das ist Heat, ne? Normalerweise sollte ich ihn eigentlich überall penetrieren, aber hätte, wenn und aber. Nächster Fail auf den Forsch 155. 7:6. Jetzt kommt von hinten der 50B ran. Das könnte jetzt ziemlich schnell ziemlich ärgerlich für Freddy werden, der da jetzt aus der Dip rausgefahren ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt vorhatte, da gegen den Rinoceronte zu fighten. Also er ist jetzt umzingelt von 3 Autolodern. Hinter ihm der AMX 50B, vor ihm der Rinoceronte und dann noch der Forsch, der gerade im Reload ist und gleich nachgeladen haben sollte. Unser Char hat gerade angezeigt, dass er noch selber am Nachladen ist. Ah, hat jetzt der Forsch einen Treffer gekriegt. Wir können ihn rausnehmen. Wichtig. Jetzt, die Schüsse sind jetzt sexy auf den Rinoceronte. Und jetzt ist es halt passiert. Der 50B hat aus der Seite Freddy weggetrommelt. Also Freddy hat da gesidescraped gegen den Rinoceronte und hat jetzt aus der Mitte vom 50B den kompletten Clip gefressen. Ziemlich ärgerlich. So, wir haben jetzt hier schon 4000 Schaden gemacht. Leider ist halt niemand so wirklich da in der entscheidenden Phase dieses Spiels hier mit hochgekommen, außer der Char, um dann die Gegnerbasis zu überrennen, während die Gegner mit ihren Heavys quasi versucht haben, die Heavy-Gasse zu überrennen. Jetzt muss ich schon wegfahren. Warum? Weil ich sonst hier Gefahr laufe, selber von den beiden Trommelbobs, dem Rinoceronte und dem 50B, weggemacht zu werden. Da hinten in unserer Base ist noch ein One-Shot Badger. Das im Übrigen auch sehr, sehr schlecht, was die Grille da gemacht hat. Für die 73 HP vom Badger die eigene Position verraten, den Schuss nicht gemacht und selber aufgegangen, ordentlich kassiert. Wir konnten jetzt den Badger rausnehmen, aber ihr seht, die Grille hat schon keine HP mehr. Ganz, ganz schwacher Grilleschuss, der hier, wie gesagt, seine Full-HP-Position verraten hat für die 73 HP vom Badger und den Schuss nicht mehr gemacht.
Ja, und jetzt kommt hier ein Full HP Autoloader an. Und das ist natürlich jetzt, ja, der Untergang. Zwei Schuss hat er gemacht. Einen hat er gebounced. Hatte, glaube ich, nur noch drei Schuss drin. Und jetzt darf ich zumindest noch meine DPM nutzen, um den 50 zu farmen. Aber von links kommt schon der Rhinoceronte angesprungen. Und auch das endet in der Niederlage. Aber auch hier sage ich, es war von Anfang an wieder ein Kampf mit offenem Visier. Man kann vielleicht sagen, in unserem Team sehr viele zwar Kanonen, die dick Schaden machen. E3, VK, Objekt 705. Aber nur ein einziger, ja, wobei Objekt 752 auch ein Autoloader, zwei Autoloader. Aber hier war einfach so viel Autoloader-Feuerkraft, dass halt ein konsequenter Push von den ganzen Autolodern ausgereicht hat, um uns hier zu beenden. Trotzdem, wie gesagt, bleibe ich dabei. Solche Runden sind mir sehr viel lieber als eine 15:1 Rommelei über die Gegner drüber oder eine 1:15 Niederlage. In beiden Runden, würde ich sagen, wurde mit offenem Visier und mit Klappspaten gekämpft. Ja, kommen wir nochmal kurz zu den Postgame-Stats. Die Runde auf Overlord im Leopard 1 war eine Niederlage. 5250 Schaden, 4 Kills. Ich würde sagen, Maximum rausgeholt. Ein, zwei Schüsse wäre natürlich noch schöner gewesen. Trotzdem, wie gesagt, ich bleibe dabei. Lieber solche Runden als irgendwelche extrem einseitigen Gefechte. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. 19 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 14 Mal penetriert. Leider sind unsere Blindschüsse zu keinem Ziel gekommen. Gucken wir auf die zweite Runde. Das war auch eine Niederlage auf Fjorde. Trotz besserer Seite, das ist vielleicht der bittere Beigeschmack. Wir haben 1536 Spotting Damage gemacht und 5656 Schaden, 3 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf. Freddy hatte, glaube ich, auch eine halbwegs gute Runde, wobei mit dem VK 7201K, wenn man da auf Gunmark geht, dann muss man über die 5000 kommen. Also von daher für die Gunmark war es sicherlich keine gute Runde. Ja, das Gegnerteam wollte es einfach mehr als wir. Der Badger hat sich da einfach durchgebadgert. Rhinoceronte 50B hatten auch sehr gute Runden. Und unterm Strich, ja, haben die Gegner einfach konsequenter gepusht, konsequenter ihre Clips gemacht. Auch gute First Clips vom 50B zum Beispiel haben dann dazu geführt, dass wir trotz Kontrolle über die Mitte nicht weiter operieren konnten und dann auch es nicht geschafft haben, Angriffsschwung aufzubauen. So ist es halt. Ich hoffe, dass wenn ihr jetzt unterwegs seid, ihr auch solche Runden ein bisschen zu schätzen wisst, auch wenn ihr den Top-Damage gemacht habt, auch wenn ihr verliert. Es sind trotzdem in meinen Augen mit die interessantesten Runden. Und in dem Sinne, euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Am Mittwoch gibt es dann den nächsten Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!